Hallo! Hi! Und herzlich willkommen zu einem längst überfälligen Video hier auf dem Kanal. Irgendwie scheint jedes Video überfällig zu sein, weil es immer zu lange her ist. Dann musst du öfter wandern gehen. Eigentlich schon, ja. Und ich muss vor allem öfter die Kamera mitnehmen. Das ist der Peter. Hi! Eine neue Waldpotato und wir sind auf dem Sohnwaldsteig. Aus dem Sohnwaldsteig unterwegs. Wir sind in Kirn gestartet, haben noch ein Kirner Pilsener probiert. Die Brauerei, die hier ansässig ist. Und machen uns jetzt auf den Weg. Glücklicherweise haben wir oben geparkt, durften ganz runterlaufen, laufen jetzt gerade wieder hoch. Wie sich das für ein Waldpotato-Videos gehört, ist natürlich die Anmoderation bergan. So, Peter ist ja neu hier bei den Waldpotatos. Auf dem Sohnwaldsteig war ich allerdings schon mal, und zwar mit dem Milan und dem Hops Popolski. Das Video verlinke ich euch unten mal, falls das jemand interessiert. Wir laufen heute Etappe 1 von Kirn zur Schmidtburg. Und da werden wir dann in der Schmidtburg, in der Ruine der Schmidtburg übernachten. Ich laufe hier tatsächlich zum ersten Mal lang. Also nicht nur erstes Video, sondern auch erstes Mal Sohnwaldsteig. Und das erste Mal eine ordentliche Trekkingtour. Genau, Peter ist nämlich normalerweise so Mountainbike-mäßig, Bikepacking und generell auch fitnessmäßig orientiert. Wir haben 18.24 Uhr. Und wie weit haben wir es noch, Peter? Ich muss noch mit der Uhr klarkommen. Noch 15 Kilometer. Noch 15 Kilometer. Wir werden auf jeden Fall im Dunkeln ankommen. Wird eine kleine Nachtwanderung, und so warm wie es ist, wäre es auch geil, wenn es eine Nacktwanderung wäre, sag ich euch. Es geht immer noch weiter steil bergauf. Wie gefällt dir das so? Sehr gut. Sehr gut, ja. Man merkt, dass man lebt. So sieht übrigens das Symbol hier aus. Das hier ist der Sohnwaldsteig. Und hier geht auch die Vitaltour. Und Junge, Vital ist, ja, ist noch nett ausgedrückt, ne? Mir läuft mein Handgelenkschweiß den Arm runter. Die Frage ist immer, wie gut es ist, so eine Tour zu starten bei 30 Grad mit einer fetten Pizza und einem Liter Bier im Bauch. Machen kurz mal hier Päuschen. Erster Anstieg jetzt. Bestimmt so an die 9, ja, vielleicht 7-8% Steigung. Das hat schon gut reingefetzt. Peter macht kurzes Päuschen. Trinken nicht vergessen und dann herrlich. Und? Das Wasser tut gut. Ich kann gleich wieder. Sehr gut. Wir hatten eigentlich vor, morgen nochmal in ein Brauhaus zu gehen. Da wäre aber jeder nur ein weiteres T-Shirt dabei, haben wir gesagt. Das machen wir nicht. Wir werden richtige Iltisse sein. So, wir sind wieder schön auf dem Weg hier. Und weil es so schön war, hochzugehen, geht jetzt genauso schön bergab. Ja, sehr schön. Und zwar schön, richtig schön steil, dass man richtig schön abbremsen muss. Das geht richtig schön auf die Schienbeine. Ach, herrlich. Wir haben übrigens noch knapp 14 Kilometer zurück. Wir sind ein Stückchen falsch gelaufen. Und 14 Kilometer noch bis zum Ziel. 18,52 übrigens. Dieses ganze Viehzeug. Mahlzeit. Wir sind hier hochgelaufen und auf einmal haben wir diesen Killerschwarm um uns. Aber ansonsten ist es ziemlich schön hier, obwohl das ziemlich gruselig aussieht. Alter Vater. Die mögen Höhlen. Was ist das denn? Das sieht doch voll Blair Witch Project mäßig aus. Ist auch groß. Oh, was sehe ich da? Eine Powerbanane. Und, wenn man hier oben auch sieht, Schwitze. Minimal. Das T-Shirt ist auch leicht geschwitzt. Bevor das Licht hier gänzlich versagt, wollten wir uns nochmal melden. Wir haben jetzt 20.16 Uhr.
Und so ist das halt Anfang September. Da wird es halt schon wieder früher dunkel. Haben noch wie viel, Peter? 9,6 Kilometer. Also, ja, bald haben wir die Hälfte. Und werden da, wie schon vorher gedacht, definitiv im Dunkeln ankommen. Es dämmert leicht. Ihr seht ja, draußen im Garten ist es bestimmt jetzt noch schön muckelig. Hier im Wald wird schon langsam gruselig. Wir haben gerade hier so ein kleines Döschen gefunden. Ich dachte, irgendwer hat Medikamente verloren. Aber, und das ist ein offizieller Geocache. Ich habe halt nichts anderes dabei, außer hier so einen total coolen Waldpotato-Aufkleber. Und da habe ich mir gedacht, den kleben wir jetzt rein, weil wir haben beide keinen Stift dabei. Hier, schaut mal, richtig mit Stempel. Ich glaube, wenn man Geocacher ist, braucht man einen Stempel. Ich hoffe, dass das mit dem Aufkleber okay ist. Den bappe ich jetzt mal hier rein. Hier auf der Seite ist richtig schön aufgeführt Datum, Name, Uhrzeit und so weiter. Und hier kleben wir den jetzt einfach rein. Und jetzt waren auch die Waldpotatoes hier. Und dann werden wir das Ganze wieder da platzieren, wo wir es gefunden haben. Wir haben ganz, ganz, ganz klein bisschen abgekürzt und uns 2 Kilometer gespart. Und sind jetzt gleich am letzten Anstieg hoch zur Schmidtburg. Da mit Sicherheit noch andere Trekking-Gäste schon ihr Zelt aufgeschlagen haben werden. Wir haben jetzt 22.37 Uhr, kommen wir ja sowieso schon als Störenfriede dort an und müssen unser Zelt noch aufbauen. Ja, da möchte ich es den Leuten ersparen, dann auch noch hier zu filmen. Deswegen würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen früh. Peter, hast du noch Bock? Ja. Peter hat noch Bock. Und jetzt sehen wir uns morgen früh. Einen mehr als wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier aus der Schmidtburg. Peter, wie hast du gepennt? Wie ein Stein. Sehr gut. Ich habe auch herrlich geschlafen. Und jetzt sind wir hier aufgewacht, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und dieser fantastischen Ruine. Ich habe noch nie in der Burg gepennt. Ich auch nicht. Ja, also wir haben noch nie in der Burg gepennt. Also ist total, total krass. Vor allem, weil das hat irgendwas Mystisches oder sowas, ne? Oder riecht krass. Gestern wunderschöner Sternenhimmel hier. Echt mega cool. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Also diese Burgruine hier, da könnte man mit Sicherheit ein komplettes eigenes Video drüber machen. Ich will gar nicht so viel spoilern. Falls ihr auch mal hier pennen wollt oder einfach nur die Burg besichtigen wollt, verlinke ich das unten in der Videobeschreibung. 15 Euro kostet das hier, kostet also wirklich nicht viel. Und ich habe gerade noch ein Schild gefunden, da stand halt drauf, dass die Burgruine extrem verfallen war. Und in den 70er, 80er Jahren wurde ganz, ganz krass saniert und wieder aufgebaut und das Ganze so wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch die abgeschiedene Lage ist immer noch keine wirtschaftliche Nutzung irgendwie da, bis natürlich auf die Vermietung der kleinen Zeltplätze hier, die übrigens sehr cool alle in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden ja eingegrenzt sind. Also wir hatten zum Beispiel gestern die Kapelle gemietet. Da war allerdings eine größere Gruppe von Leuten und da wollten wir nicht den Deutschen raushängen lassen und sagen, wir sind aber hier eingemietet, sondern haben uns dann hoch verzogen zum Bergfried quasi, würde ich sagen. War der ja. Ja, ne? Und das war auch völlig in Ordnung so. So hatten wir nämlich die Sonne direkt im Nacken, als wir aufgewacht sind. Wir haben für heute 13,9 Kilometer ja, oder sowas. Um den Dreh. Ja, da ist noch ein Turm bei, den der Peter sich angucken will. Und obwohl wir gefühlt schon sehr weit oben waren, dürfen wir jetzt erstmal hochlaufen. Yay! Die letzten Meter hier hoch, da oben sieht man schon als ungewohnt gerade Linie durch den Wald den Turm. Peter hat gerade schon gesagt, er ist sehr froh, diese Strecke ausgesucht zu haben, sieht man an seinem Freudenschweiß im Gesicht. Boom. Liebe Wandersleut, habt ihr gefespert und geruht, dabei geleert die Flaschen, dann packt die Reste, seid so gut, doch wieder in die Taschen.
Wow, richtig cool. Ein richtig massiver, fetter Tisch. Ordentlich Bänke und, ich hoffe, jetzt schläft hier oben keiner, ein Platz zum Schlafen. Oh, das wäre ja so cool gewesen. Hier oben ist eine Truhe. Ne, hier ist die Elektrik, schaut mal, geil. Hier mit USB-Ladekabel, alles am Start. Hier sind die, die das gemacht haben. Ein bisschen Ehrenbekundung. Preise für Wasser gibt's hier. Oh, wartet mal. Guckt euch das an. Hier ist einfach Wasser. Bitte ein Leergut in die Tasche werfen. Mülltonne steht am Dingens. Hier darfst du dir ein Wasser rausnehmen. Und hier kannst du bezahlen. Oder du kannst sogar per PayPal bezahlen. Geil. Absolut. Absolut geil. Und es gibt natürlich ein Gästebuch. Da werden wir auf jeden Fall auch noch was reinschreiben. Auch wenn wir hier nicht schlafen, muss man so trotzdem irgendwas Nettes reinschreiben. Und dann, wofür ist der hier? Ach, der Lichtschalter. Schaut mal, in dem Geweihkronleuchter. Heftig cool. Sowas sollte es auf jeden Fall viel, viel, viel mehr geben. Und dann noch mit so einer grandiosen Aussicht hier. Crazy. Einfach crazy. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir safe hier geschlafen. So, wir erkunden jetzt diesen Turm hier. Sieht mit den Gittern ein bisschen nach Gefängnis aus. Hier liegt übrigens auch Feuerholz. Und hier draußen hat es eine Feuerstelle und wieder so ein Mammuttisch. Das ist echt crazy. Echt, echt cool. Treppenlauf. Hier ist nämlich so ein Trimmdichtpfad. Irgendwie. Gerade meinte Peter auch, ich müsste Liegestütze machen. Wollte ich aber nicht. Faules Stück. Ja, moin oder was? Herzlich willkommen hier. Teufelsfelsen. Ich denke mal, das wird der sein, ne? Da hinten Windradpark und der Hunsrück. Mit seinen kleinen Dörfchen. Viel Wald. Die Mambo-Hütte. Aussichtsturm am Naturdenkmal Teufelsfels. 568 Meter über dem Nullpunkt hier, beim Meeresspiegel. Hier nochmal die Dimension dieses fetten Tisches. Sowas brauchen wir bei uns auf der Terrasse übrigens auch. Ja. Nett hier, oder? Ja. Und höhenangstmäßig? Ich habe ja festen Boden und ein Geländer, dann geht das. Ja. Hängen. Habe ich auch keine Angst, hier ist der Blitzableiter. Sehr gut. Schwein gehabt. Ich meine, ist auch Blitzwetter heute. Ja. 12 Stück. Ja. Wir haben es geschafft, hier vom Turnverein. Da unten steht es, Hände schulterbreit, 8 bis 12. Wir haben das natürlich profimäßig mit Rucksack, ne? Also der wiegt ja auch nochmal 38 Kilo, wiegt deiner, ne? Ungefähr. Also meiner wiegt 39. Ja, genau. Ja, genau. So, wir verlassen jetzt diesen wunderbaren Ort. 1000 Kilo wiegt der. Und machen uns auf Richtung Heimat, also beziehungsweise erstmal zum Auto. Das Ganze dauert, denke ich mal, ja, noch gute 3 Stunden. Schön, die Kamera zugehalten, sehr gut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr grandioser Ort, den die Jungs und Mädels da gebaut und geschaffen haben. Alles quasi gratis zur Verfügung gestellt. Solltet ihr da sein, behandelt alles anständig. Kann auch eine kleine Spende da lassen, wenn ihr wollt. Alles, was an Überschuss auch fürs Wasser oder sowas gesammelt wird, wird alles in die Hütte gesteckt für Instandhaltung und sowas. Sehr geil auf jeden Fall. Sowas sollte es öfter geben, oder? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 3,6 Kilometer bis zum Auto voraussichtlich, also bis zu diesem Wanderparkplatz. Hier kommt jetzt aber nochmal ein Streckenabschnitt, der als gefährlich markiert wird. Und zwar werden sich gleich die Kirner Dolomiten vor uns offenbaren. Ich bin schon mega gespannt. Peters Sohle, hier, ich zeige euch das mal. Peters Sohle verabschiedet sich. Und ein Streckenabschnitt, der als gefährlich markiert ist, mit einer Appensohle, könnte interessant werden. Ich habe dann auch Barfußschuhe, wie du gleich. Ja, sehr gut. Zumindest einen. Hier, eine Warnung. Eichenprozessionsspinner im gesamten Klettergebiet. Da sehen wir schon einen riesen Felsen aufragen. Und ich würde sagen, wir gehen trotzdem rein da, oder?
Also ich muss ja keine Raupe anfassen, obwohl ich die so gerne streiche. Berühren. Ach so, streicheln geht. Hier sieht so aus, als wenn man dort irgendwie da hochkommt. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich gehe da nicht hoch. Mit deinem Schlappschuh nicht. Und hier die Felsformation. Und hier. Geil. Das ist ein fetter Felsen hier. Cool. Sieht alles aus, als wenn es jeden Moment abfallen würde. Richtig cool. Einfach so hier oben. Und da geht es auch gut runter, sage ich euch. Es ist so eine Mischung aus bisschen Angst, Adrenalin, Freude, Atemlosigkeit. Irgendwie sowas halt, wenn man sowas entdeckt, so spontan. So, ich bin auch wieder unten. Peter hat den Anstieg ausgelassen. Aus sicherheitstechnischen Gründen mit seinem Schlappschuh. Definitiv eine zu große Gefahrenquelle. Dafür haben wir zu wenig alpine Erfahrung. Und hier die Bergrettung rufen. Obwohl, Heli fliegen wäre natürlich auch noch ein cooler Abschluss, oder? Auch nicht schlecht. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Siehst du, dann wäre das erste Mal in der Burg geschlafen, das erste Mal alpin verunglückt, das erste Mal Helikopter. Und der Heli wäre ja auch noch von der Krankenkasse gezahlt worden. Ja, und eigentlich ist es auch Peters erstes Mal Tracking, ne? Ja. Das erste Mal Nachtwanderungstracking. Und so gut wie, ja, wir haben jetzt nachher ja so knapp 33, 34 Kilometer mit sehr viel Höhenmeter hier im Hunsrück. Hier mit der Kirburg zu unserer Linken würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich fand es ziemlich cool. Ich auch. Ja. Anstrengend, aber cool. Mein Schuh fand es nicht so cool. Bisschen Schwund ist ja immer. Freue mich auf eine Dusche, weil bei dem Wetter ist doch eine ziemliche Ölerei hier und sonst. Würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs dabei sein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und so ein Krempel. Ne? Und alles. Die Tour nachzumachen. Und natürlich die Tour nachzumachen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.